Ich bin der Stefan, hallo. Hallo Stefan, also mit welchem Projekt arbeitest du zurzeit? Ich bin da an der OpenStreetMap tätig. Ja, was macht man da so? Die OpenStreetMap ist eine freie Weltkarte. Also das, was die Wikipedia für Enzyklopädien ist, ist quasi die OpenStreetMap für Landkarten. Und das ist eigentlich ein ganz erstaunliches Projekt, weil Leute kommen immer wieder auf neue Ideen, was sie denn nicht alles in die OpenStreetMap eintragen können. Angefangen hat es mit Straßen, dann sind irgendwie Fahrradrouten dazugekommen, zwischen sind es Wanderwege, Parkwege, Hundesackerl, Gackerl, na, Hundegackerl, Sackerl und so weiter. Und was halten Sie von Google Maps? Ja, also das Interface ist natürlich unschlagbar mit diesen ganzen Erweiterungen wie diese 3D-Einsicht, was es gibt. Aber die Daten sind halt leider nicht offen. Das heißt, man kann zwar die Karte auf Webseiten einbinden, aber das ist dann auch schon alles. Bei der OpenStreetMap kann man sich einen eigenen Stil überlegen, was man da so darstellen möchte. Das heißt, OpenStreetMap ist cooler. Auf jeden Fall. OpenStreetMap rocks. Wolltest du noch wissen? Okay.